Moin zusammen. Wie der ein oder andere vielleicht schon gesehen hat, ich habe bei eBay ein Boot ersteigert. Ungesehen, nur anhand der technischen Daten sozusagen als Favorit gespeichert gehabt. Es war ein Gebot drauf. Ich habe einfach mal 10 Euro mehr geboten und ja, den Zuschlag behalten. Ob das Ganze wirklich ein Schnäppchen ist, seht ihr heute in diesem Video. Und ich empfehle euch auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren, denn ich werde sicherlich wieder das ein oder andere Projekt starten und auch vielleicht das ein oder andere Refit. Tja, hier war offensichtlich jemand erfinderisch und hat Pfeilenklemmen selber gebaut. Jawohl, ich habe halt diese Malastart 7 gekauft. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und hier ist verdammt viel zu tun. Ne? Also das Laufende gut, mag partiell vielleicht noch gehen. Aber halt auch hier die gesamte Elektrik, also im Mast, das ist alles spröde und ja nicht mehr funktionsfähig. Dann der Vorbesitzer, das stehende Gut, hier um den Mast gewickelt und ja, dadurch halt relativ viele, hier das geht noch einigermaßen, Knicke in das stehende Gut gemacht, also hier sieht man das ganz gut, aber auch ich gesehen, dass halt die, ja hier sieht man das ganz schön, ne? Dass die Bandenspanner völlig verbogen sind. Ich weiß nicht, wie das geht. Dann das ganze Unterwasserschiff, ja, muss man machen. Ja, kann ich nicht viel zu sagen, muss man machen. Idealerweise wird man wahrscheinlich einmal den Kiel strahlen und auch die Kielfuge einmal neu machen. Da ist Silikon reingeschmiert worden. Warum auch immer. Genau, hier geht das weiter. Offenliegende Leitung. Genau. Dann genau, fehlt hier oben die Abdeckung, das heißt mal aufgemacht, reingeguckt, ob man das so durchziehen kann, das Kabel auch nicht, weil irgendwie, kann man das sehen, ne, man kann es nicht sehen, ah, doch vielleicht so ein bisschen, ist im Mast ja so eine Art Dämmung, also ich gehe mal davon aus, dass das da reingemacht wurde, um das Schlagen der Falle im Mast zu verhindern, dann ist hier, ja, ich vermute, dass es das Fockpfeil sein soll, ja, mit Bandenspanner dran, aus Draht ausgeführt, auch alles nicht so der Hit. Das Ruderblatt war wohl mal weggegammelt, daraufhin wurde eins aus Edelstahl gebaut, auch cool. Auch hier wieder sieht man es, Fokus, sieht es leider nicht, also auch alles
Silikon vollgeschmiert. Ach ja, aber das ist halt so, ne? Beim Schiff, was halt aus den 80er Jahren ist, hat man halt überall so Schwierigkeiten, ne? Also auch hier eine Dichtmasse, also kann auch ein Silikon sein. Oben die Relingstütze, also diese hier ist völlig ausgerissen, also nicht ganz ausgerissen, aber alles rissig, zeige ich gleich nochmal. Auch hier bei das Holzstück, was drunter gesetzt worden ist, nahezu weggegammelt. Da hat der Vorbesitzer den kompletten Seezaun individualisiert, nenne ich es mal. Weil sonst hat man normalerweise hier an der Seite keine Öffnung, um von Bord zu gehen. Ja, sämtliche Winschen fest. Naja, also die Sperrklinken funktionieren nicht mehr. Das heißt, die müsste man komplett zerlegen, gerissen. Das Deck an solches sieht gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Also für das Alter ist das Deck, also abgesehen von dem Chaos, was hier herrscht und der Versiegelung sozusagen, damit da keine Vögel reingehen, von den Instrumenten, die ich ausgebaut habe, sieht das Deck eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also insgesamt nicht. Also es gibt so ein paar Löcher im Deck. Ja, gut, ne? Aber das bleibt halt nicht aus. Also es ist halt einfach alt und es ist halt gebraucht worden. Ne? Also hier zum Beispiel alles solche Sachen, ne? Das sind so Kleinigkeiten. Dann hat irgendwer hier eine Traveler-Schiene aufgebaut oder dran gebaut. Normalerweise wird hier über die Öse die Großschutt gefahren. Der braucht etwas Wasser oder Flüssigkeit, irgendein Glykol, Alkohol, Ölgemisch wahrscheinlich. Ja, Pfeilenstopper, Marke Eigenbau. Das sagt sich ja gerade schon. Ah, ab und zu klappt es nochmal. Die Fenster undicht. Aber an sich, wenn man sich schon mal den Laufbereich hier anschaut, der ist echt breit, ne? Also das ist für ein 24-Fuß-Schiff ist das schon geil. Dann der Mastfuß ist mal ja, provisorisch, naja, provisorisch nicht. Also der ist auch Marke Eigenbau, der ist selbst gebaut worden. Die Befestigungen für die Umlenkrollen sind selber dran geschweißt. Und dann ist der Mastfuß durchgeschraubt worden durch das Deck. Ne? Also er sagte, beim Maststellen ist ihm der mal ausgerissen aus dem Holz. Das waren so Holzschrauben, sagt er, die da drin waren. Ist mal ausgerissen, daraufhin hat er sie durchgeschraubt. Aber es ist auch nicht dicht, weil von innen war Flüssigkeit an den Schrauben. Genau. Dann haben wir natürlich hier in dem Bereich Abnutzungserscheinungen, weil man natürlich das Schiebeluck auf und zu schiebt über die Jahre. Das ist auch selbst gebaut, sagt er. Das Original war aus Holz. Finde ich jetzt nicht so cool, weil hier im Endeffekt es reinregnet. Ja, das neue Boot hält auch richtige Innovationen bereit. Das ist hier eine Positionsleuchte fürs Heck und die ist wireless. Also, ich weiß nicht, die ist auch akkufrei. Also, die ist der Hammer. Also, sowas habe ich ja noch nicht gesehen. Also, liebe Freunde, mit der Elektrik werde ich auch noch meine Freude haben. Also, es gibt nur eine Batterie, diese. Starterbatterie und gleichzeitig Verbraucherbatterie. Was ich schon rausgefunden habe, ist, hier gibt es so ein paar Tüdeldrähtchen, die gehen irgendwie einmal zum Hauptschalter, also hier ist so ein Drehschalter, den da. Da gehe ich davon aus, der ist schon mal für den Motor, ne? Dass du halt einfach den Motor nicht starten kannst, wenn der nicht aktiviert ist. Aber dann gibt es hier noch so ein paar kleine Tüdeldrähtchen, so ganz super auch isoliert da unten mit irgendwie Klebeband. Die gehen dann hier zu so einem Schalterle und wenn man den schaltert, dann hat man schon mal noch mal einen Hauptschalter. So. Dann geht man von dem Schalter zu zwei weiteren Schaltern und diese Funktion muss ich dann erstmal rausfinden, weil es geht ja dann auch irgendwie noch hier oben hin. Hier leuchtet ja schon mal was. Batteriespannung, ganz hervorragend. Bedarf, glaube ich, keines Kommentars. Aber hier draußen funktioniert schon mal eins der beiden Navigations
Instrumente, sagt man so. Ja, ne? Instrumente. Das müsste der Tiefenmesser sein. Also wenn auch nichts funktioniert in diesem Schiff, ne? Das Radio geht. Jawohl, ich bin hier gerade dabei, mir meinen Überblick über die vorhandene Elektronik zu verschaffen, sofern man das Elektronik nennen kann. Ja, da offensichtlich auch schon mal was gekokelt. Ist auch kein Wunder, wenn hier nichts irgendwie gegeneinander isoliert ist und ja, hier offene Stecker und ja, zweifelhafte Elektronik. Hier sind auch noch ganz viele Stecker nicht belegt. Das ist hier der Drehzahlmesser vom Motor. Wäre natürlich super, wenn er funktionieren würde. Das ist das müsste Echolot sein und das müsste Logge sein. Warte mal, können wir auf die andere Seite gucken. Also ja, hier haben wir oben Drehzahlmesser. Dann haben wir hier NASA Instrument. Das jo, müsste Tiefe sein. Ist so. Und hier haben wir Speed Autohelm. Ich bin gespannt, ob wir das alles wieder zum Laufen kriegen. Ja, da muss man mal gucken, ob man die originalen Gebrauchsanweisungen irgendwo noch. Oh shit, Vorsicht, hier, Bilge trockengelegt hier. Beziehungsweise nur einmal ausgewischt, also nass war sie jetzt nicht. Da war nur so ein bisschen. Ja, ein bisschen Schleim, kann man sagen. Vielleicht war ein bisschen drin. Genau, also ich habe hier vom Tage 2 auf jeden Fall eine Installationsanleitung gefunden. Ja, sorry, das Chaos ist halt einfach so, ne? Wenn man ein Boot auseinanderreißt und sich einen Überblick verschafft, dann sieht das tatsächlich einfach leider irgendwie so aus. Jetzt ist der Hammer. Keine Ahnung, wofür der sein sollte. Naja, gut, wir werden uns dann hier über dieses Gerät mal noch ein bisschen den Überblick verschaffen. Was ich auf jeden Fall vermeiden muss, ist natürlich, dass der Motor irgendwann nicht mehr anspringt. Der wird ja hinten über dieses Panel gesteuert. Und da muss ich natürlich gucken, weil ich hier halt nirgendwo rankomme. Also ich muss mal gucken, ob wenn ich die Kochkiste komplett ausbaue, also komplett rausziehe hier, ob ich dann da hinten rankomme, um mir einen Überblick über die Kabel zu verschaffen. Weil von hier ist halt einfach gar nichts, ne? Also man kommt hier leider weder am Fokus hier, weder von der rechten Seite irgendwie ran. Ja, hier ist auch noch tolle Elektronik. Noch scheinbar von der linken Seite. Ich muss gucken, ich weiß es nicht. Und ich glaube, mein Rasenmäherroboter, ja, hat mir gerade meine Leiter umgeschmissen. Super! Wie gehe ich jetzt vor, damit ich jetzt hier das, was noch funktioniert, nicht mit auseinanderrupfe, in Anführungsstrichen. Ich gehe erstmal einher und gucke natürlich erstmal, wo sind überhaupt gar keine Verbindungen da. Ne? Also hier zum Beispiel ist nur eine Lüsterklemme drauf. Und hier auch. Ne? Also dieses Kabel ist scheinbar ohne Funktion. Rums. Also genau, welche Kabel sind ohne Funktion? Und dann gehe ich weiter. Ne? Also irgendwo muss ja hier diese tolle Steckdose draufgeklemmt sein. Ich mutmaße mal, dass das Kabel hier sein wird. Und so klemme ich dann alles nach und nach ab, was erstmal nicht benötigt wird. Und dann gucke ich, ob das, was funktionieren, also was noch funktionieren soll, ob es noch wirklich auch noch funktioniert. Ja, und so arbeite ich mich Stück für Stück voran und gucke, dass ich dann alles auch wieder aufklemmen kann, was ich später benötige. Natürlich schön beschriften ist hilfreich. Klemmpanel, sage ich jetzt einfach mal, darstellt, wo Plus, wo Minus ist. Hat mir hier eine Markierung drauf gemacht. Plus, Minus, also zweimal Minus. Einmal in der Mitte, ganz links außen Plus. Und jetzt mache ich mir halt überall Markierungen dran. Hier zum Beispiel schon mal, das ist Plus, also geschaltet Plus. Hier ist auch Plus,
und so gehe ich weiter vor. Ne? Also markiere alle Kabel, wie sie angeklemmt waren und nehme sie dann entsprechend hier runter. Und dann gucke ich, was überbleibt. Also an der einen Seite der Kochbox ist doch noch ein Zugang zum Motor, dass man hier überall mal rankommt. Ich glaube, das nennt sich Wassersammler. Ich muss mich mit dieser ganzen Thematik noch genau auseinandersetzen. Wellenkupplung mit Schmierung. Dichtung natürlich. Auch essentiell. So, mal gucken, was das genau ist. Das funktioniert und tut. Das sieht mir aus wie Spritfilter. Den werden wir auf jeden Fall neu machen. Hier oben haben wir das schwarze Luftfilter und Luftfilterkasten. Und oben drauf die Motorelektronik. Und da geht das Kabel nämlich hier direkt dann zack zur Schaltbox. Und das ist das Wichtige, dass das funktionieren tut. Jetzt muss man nur noch mal gucken, wo er seinen Strom herkriegt. Und was über den Anlasser hier funktioniert. Oh, das sieht auch nicht mehr gut aus. Das müssen wir auch neu machen, das Kabel da beim Anlasser. Seht ihr das? Isolierung auf. Ja, nicht cool. Was das hier für so eine Teerpampe ist hier, ne? Die hier drauf ist, oder? Weiß ich nicht. Nur schwarz gestrichen? Keine Ahnung. Genau, dann ist hier noch so ein dicker Schlauch. Der geht oben zum manuellen Bilgenpumpe. Ja, da hinten kommen die Kraftstoffschläuche raus, das ist ganz cool. Weil eventuell will ich eine Dieselheizung einbauen. Müssen wir mal gucken, wo wir da noch Platz zu finden. Wahrscheinlich tendenziell eher auf der anderen Seite unter, hinter der Elektrik dann. Oh, hier auch das Kabel auch. Seht ihr das da hinten? Das Hauptkabel da am Anlasser. Auch schon fast ab. Nicht cool. Nicht cool, nicht cool. Also da müssen wir bei. Da fehlt auch die Isolierung. Also das rote Kabel, da sieht man hinten das Kabel so rumbaumseln. Oh, tut mir leid, dass ich jetzt hier hin und her drehe, ne? Aber ist ja auch nicht ganz so viel Platz hier in meinem Maschinenräumchen. Genau. Hier das rote. Ist das rot? Ich kann es gar nicht sagen. Das scheint. Also das ist zumindest laut Bedienung oben die Dekompression. Ne? Dann geht der Motor aus. Macht aber eigentlich keinen Sinn, weil das sitzt doch eher hier am Getriebe. Ja, wir schauen mal. Eins nach dem anderen wird sich finden. Achso, nee, da hinten geht auch noch so eine rote Strippe lang. Ja, wird sich alles finden. Nach und nach. Ich bin ja froh, dass ich hier einen Zugang zum Motor habe. Das ist ja schon mal klasse. Ja, so sieht das aus, wenn man ein Schiff mit Pit und Pan übernimmt. Man findet alles Mögliche. Auch irgendwelche Schoketten von Anno dazumal. Gucken, was hier drauf steht. Abgelaufen 2016. Lecker. Ja, auch hier muss es ja mal ein bisschen weitergehen. Ich will das Mast-Top zerlegen, damit ich die neuen Kabel dann einziehen kann und mir die Umlenkrollen angucken kann. Also eine habe ich schon raus. Ja, die sind massiv und dementsprechend werden die bestimmt auch gut reiben. Und ja, jetzt versuche ich gerade hier Fokus, hallo, den Bolzen auszukriegen. Die Umlenkrolle, die da drin sitzt, fixiert, damit ich den ganzen Hobel hier dann nach rechts rausschieben kann. Schauen wir mal. Ja, leider habe ich den Bolzen nicht anders rausgekriegt. Ich habe hier jetzt ein
kleines Loch eingebohrt, was ich wahrscheinlich dann mit einer Niete wieder verschließen werde, damit ich mit dem Spinntreiber hier durchstechen konnte und den Bolzen hier so weit raustreiben konnte, dass ich ihn mit der Zange zu fassen kriege. Jawohl, ist raus. Natürlich musste ich noch das Tauwerk da unten rausfriemeln und hier hochlegen, damit es mir nicht durchrutscht. Und jetzt können wir uns hier mal genau die ganze Geschichte nochmal angucken. Also man sieht hier auch wieder am Rand ist irgendwie eine Dämmung drin. Ja, weiß ich nicht. Sicherlich damit das Tauwerk im Mast nicht schlägt, aber also eigentlich schlägt er das Tau nur, wenn es vom Wind umströmt wird und dann von außen gegen den Mast schlägt. Also kann man drüber streiten, sicherlich. Also dadurch, dass hier aber ein riesen Kuddelwuddel ist, zwischen Tauwerk, Kabel und Dämmung, werde ich wahrscheinlich einen Großteil der Dämmung entfernen. Wie man sieht, ist von dieser Dämmung auch nicht mehr viel über. Ja, dreiadriges Kabel für drei Farbenlaterne. Passig durchgebohrt. Ja, ich weiß nicht, warum hier schon so viele Löcher drin waren. Hier werde ich dann noch einen Kabelbinder drüber machen zur Zugentlastung. Hier wird es gequetscht und dann sauber angeschlossen mit aller Endhülsen. Fertig ist die Kiste. So, hier sieht man ganz schön, warum ich diese Röhren einbaue anstatt den. Hier, die haben schon gut geschliffen an der Seite und die haben seitliche Anlaufrollen. Das heißt, das Setzen und Bergen der Säge wird mir dadurch erheblich vereinfacht. Auch wenn die vom Durchmesser her ein bisschen kleiner ist, gibt das hoffentlich kein Problem. Das muss man natürlich dann sehen, wenn es eingebaut ist, aber ich bin mir sicher, dass es keine Probleme geben wird. So, dass das funktioniert, kann man jetzt sehen, ich habe die Rolle eingebaut und ich kann hier noch mit dem Finger drunter fassen. Also es reibt nicht an dem Aluminium. Ich kann da drunter fassen und auch außen funktioniert es wunderbar. Selbst wenn, ja genau, jetzt ist es scharf, selbst wenn man hier den Schlitten ganz nach oben fahren könnte oder würde, ist da noch Luft. Also das heißt, die kleinen Rollen von Haken passen wunderbar. Zwischenzeitlich hatte ich dann die drei Farbenlaterne auch schon probehalber montiert, aber es war mir zu heikel, die hängen zu lassen. Deswegen habe ich beschlossen, eine Abdeckung zu drucken, damit die offenen Kabelenden sozusagen geschützt sind und ich nicht die große, schwere drei Farbenlaterne die ganze Zeit am Masttop montiert lassen musste. So, der Neuaufbau beginnt. Ich habe hier schon ein Batteriekabel fertig gekrimmt, mit selbstklebendem Schrumpfschlauch versehen, die Verbindung noch zwischen dem Kabel und dem Aderschuh, also dem, ja, Aderschuh heißt das Ding, glaube ich, versehen, damit es auch nochmal zusätzlich gesichert ist und passend rot diesmal, also plus rot. Neuer Batteriepol, also Batterietrennschalter kommt dazwischen und jetzt fangen wir langsam an mit dem Aufbau. Großteil des Kabel, also des Kabelchaoses, was hier hing, ist beseitigt. Das, was jetzt hier unten noch liegt, ist noch die Sensorleitung für die Logge, glaube ich. Ja, Logge, links kommt Logge an. Und
Das muss ich dann auch noch ordentlich verlegen und mache mir aber hier Gedanken, wie ich das hier vernünftig führe. Also ich will es nicht mehr unter Motor lang führen, sondern tendenziell hier oben hier lang führen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass es mit Kraftstoff in Kontakt kommt. Jawohl, Flussleitung schon mal verkabelt. Einmal Motortrennschalter oder Batterietrennschalter für den Motor. Und hier eine 40 Ampere Sicherung, die man dann auch öffnen kann für die gesamte Bordelektrik. Da will ich keinen Trennschalter dazwischen machen, weil im Endeffekt sind oben im Schaltpanel genug Schalter dazwischen. Und diese Vorsicherung hier dient halt einfach nur noch mal für die Kabelleitung zum Schaltpanel. Da ich ja nicht nur am Boot arbeiten möchte über den Sommer, hatte ich die Möglichkeit, mit meinem Bekannten Martin mit seinem Motorboot auf der Aller etwas Wasserski fahren zu üben. Das hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht und der Muskelkater war garantiert. Nach dem ganzen Spaß muss es natürlich auch mit der Elektrik weitergehen. Nach langem Hin und Her habe ich mich dann doch dazu entschlossen, den ursprünglichen Schaltkasten neu aufzubauen. Dazu habe ich mir entsprechende Klemmen besorgt und ein neues Schaltpanel und erstmal die Deckplatte aus Pappe vorgearbeitet, alles verkabelt und dann schlussendlich die Pappe auf Holz übertragen und alles montiert. Beim Herstellen der Krimpverbindung habe ich jede Krimpverbindung geprüft, indem ich kurz am Kabelschuh gezogen habe, ob sie wirklich vernünftig sitzt. Stückchen für Stückchen geht's voran. Kabinenlicht wird, ich habe da die USB-Ladesteckdose mit drauf geklemmt, die hier uns noch die Spannung der Batterie anzeigt. Funktioniert soweit, auch wenn das hier alles noch ein bisschen wild aussieht, das muss ich noch sauber verlegen, aber manche Dinge kann ich jetzt noch nicht fertig machen, weil ich halt erstmal noch Kabelkanäle ziehen muss und dann sehen muss mit den Längen, aber ich wollte so ein paar Sachen schon mal provisorisch anklemmen, einfach um zu wissen, ob die verschiedenen Sachen funktionieren. Aber wie man sieht, Kabinenlicht funktioniert. Hier habe ich die Blende noch ab, weil ich die gegen LED tauschen will, aber das ist ja schon wieder ein kleiner Erfolg. Thank you.